Also im Moment ist hier in Norddeich so eine Art Verschnaufpause eingetreten. Der Wind hat deutlich nachgelassen und das Mittagshochwasser ist durch. Es hat in seiner Spitze 7,40 Meter erreicht. Normal sind 6,40 Meter. Und mit diesen 7,40 Meter ließ er auch noch einen halben Meter Platz bis zur Hafenkante, sodass nur an den tiefer gelegenen Gebieten es etwas rübergeschwappt ist. Im Moment hofft man hier in Norddeich, dass der Wind so lausch bleibt, wie er im Moment ist. Und vor allen Dingen, dass er weiterhin aus südwestlichen Richtungen weht. Denn dann kann der Ebbstrom, der jetzt inzwischen eingesetzt hat, ungehindert in die Nordsee abfließen. Wie haben sich denn die Menschen vorbereitet? Ja, die sind ja in der Regel hier immer gut vorbereitet. 12 bis 15 Sturmfluten gibt es hier pro Saison. Allerdings sowas wie Xaver, das hat auch der langjährige Hafenkapitän, der schon 18 Jahre hier arbeitet, erst dreimal erlebt. Deswegen haben die Männer und Frauen von Niedersachsenports auch die Gebäude gesichert. Sie haben das gesamte Hafengelände gesperrt, alle Fahrzeuge wurden entfernt, der Fährverkehr eingestellt. Und im Moment machen die Männer und Frauen erstmal Pause, holen sich neue Klamotten und essen erstmal was. Also im Moment ist noch Pause, aber was ist denn noch weiter zu erwarten? Ja, das Nachthochwasser droht. Es wird seinen Höchstpunkt heute Nacht um 1 Uhr etwa erreichen. Und wie gesagt, wenn nicht genügend Wasser rauslaufen kann, also je früher der Wind auf nordwestliche Richtungen dreht und das Wasser hier reindrückt, dann baut sich auch die neue Flut auf höherem Niveau auf, was im Moment sowieso leicht der Fall ist, weil wir Neumond haben und damit eine Springtide droht. Ja, und je höher eben der Wasserstand des ablaufenden Wassers ist, desto höher kann sich die neue Flut darauf aufbauen. Und dann kann heute Nacht um 1 Uhr etwa hier doch noch Land unter sein in Norddeich.